Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Mehrwerk Nummer 59. Ich habe mal wieder was bei AliExpress bestellt. Das kam diesmal mit der Deutschen Post. Und die haben sich, das sind glaube ich wieder drei Sachen. Ich guck mal rein. Drei Sachen für jeweils. Ich habe Aufschlitzen geschrieben, ne? Das ist auch egal, oder? Okay, ich schlitz nochmal für die Schlitzfreunde. Ja, aufgeschlitzt. Ich glaube, es sind wieder drei Sachen für 2 Euro jeweils. Okay, eine Sache. Zwei Sachen. Drei Sachen. Vier Sachen. Okay, ich find's vier Sachen. Und zwar. Ich meine, die beiden gehen schnell. Die habe ich nämlich letzte Mal schon angeschaut. Die Olaf. Immer noch Olaf. Olaf 48 Watt. Und unser letzter Olaf. Ich hatte mir zwei Olafs bestellt. Einen mit 65 und einen mit 48. Und beide hatten so um die 3 Ampere. Und alle waren parallel. Und ich finde, 2 Dollar für ein 3 Ampere Netzteil gar nicht schlecht. Weil 3 Ampere, da müsste ja eigentlich auch ein Raspberry Pi mitgehen. Und da habe ich eine 3B, der hat immer mit einem anderen USB-Netzteil geschrien. Undervoltage. Und tja, darum dachte ich. Kaufst du noch mal zwei mehr? Da machen wir. Oh, leider kaputt. Die kann man vielleicht noch mal gebrauchen für Elektronikteile oder so. So, quatscht dann auf beiden Seiten kaputt. Einmal 48, einmal 65, einmal 6-mal USB-A, einmal 5-mal USB-A, einmal C. Ja. Warte mal. Einmal für die ASMR-Fans. Wie nochmal? Okay. Also, ich bin ruhig. Und hier kommt die ASMR-Show. Ah! Ist das nicht geil? Macht das nicht mal Spaß? Das ist hier, glaube ich, einfach nur. Das ist natürlich kein Carbon. Die haben das irgendwie wahrscheinlich mit so einem Heißluftpress-Dings da. Vergesst die 65 Watt und die 48 Watt. Es sind 15 Watt. Was nicht schlecht ist für 2 Dollar. Was brauche ich? Ich brauche mal den. Ich brauche einmal den. Und ich brauche einmal eine Steckdose. Eine Steckdose. Wo ist denn die da unten? Wo ist er denn? Ja, da. So. Eine schaltbare Steckdose. Stecken wir die hier ein. Wenn was explodiert. Es explodiert nichts. Na, wie rum denn nun? Ist egal, die sind eh alle parallel. Ja? Bin ich doof oder was? Jetzt. Okay, dann so. 5,1 Volt. Halten wir das Ding so. Oh, jetzt gehen wir ihm mal ordentlich. Guck mal, 3 Ampere. Okay, 3 Ampere sind zu viel. Gehen wir runter. Aber da. 2,99 Ampere bei 5,06 Volt. Das schafft er noch. Und dann geht aber auch auf Tschüss. Nee, warte mal.
5 Volt. Immer noch 5 Volt. Immer noch 5 Volt. 3,1 Ampere. Und dann fällt er jetzt ab. Ja, 4 ist zu wenig. Aber 3,1 Ampere macht er. Ne? Vibriert was? Ich dachte schon, da vibriert was denn. Das ist der Lüfter, der jetzt dreht. Okay, 3,1 Ampere. Gucken, wie lange er noch nachzieht. Ne, geht sofort aus. 3,1 Ampere. Wo schauen wir das denn drauf? Hier so. Drei Punkt. Eins. Ampere. Test bestanden. Ja. Kommt dazu. Und der hier, schauen wir mal. Explodiert nichts, leuchtet blau. Rein damit. Ja, guck mal, 5,18 Volt immer noch bei 3,1 Ampere. 3,09 Ampere, 3,1. 3,1. Der scheint sogar auf 3,1 dann runter zu regeln. Hä? Ampere. Und tschüss. Aber wenn man sich langsam nähert, schafft er 3,2 Ampere. Bei 5,14 Volt. Geht auch sofort raus. Schön. Oh, Heizung. Oh, heiß. Heiß nicht schlimm, ist aber nicht. Okay. Alter. Hängt doch gleich drin, die Steckdose. Wieder weg. 3,2 Ampere. Notieren wir das mal. Das ist der falsche Stift. Dunkelblau, schwarz ist schlecht zu lesen. 3,2 Ampere. So, die beiden Olafs. Und dann habe ich mir noch bestellt, das hatten wir auch schon mal. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil das ein schön große ablesbares Display habt. Ich werde es einfach nur mal kurz testen, ob es funktioniert. Und gleich mal die Zeit einstellen. Und hier nochmal ASMR. Okay, Leute. Ah, der hat nicht so schöne Geräusche gemacht. Ja, guckt da auch nicht so richtig schön drauf. Komm, schmeiß weg! Weg. Ich brauche eine Zelle. Auf die Schnelle eine Zelle. Da habe ich noch so eine einzelne Eneloop. Rein da. Tut's? Tut. Reicht ihm. Braucht nicht unbedingt 1,5 Volt. So. Und das weiß ich noch, der Trick war, Mode lang zu halten. Und wir haben es jetzt, ach Gott, 15:58. Okay, man merkt schon, dass die Batterien nicht... AM, ne, wir haben PM. Denn es ist 3:58 PM. Mode bitte 24 Stunden. Wir haben inzwischen 2023.
Und ich nehme das auf im August. Am 12. Ihr seht das dann später. Viele machen das so. Die sammeln die ganzen Mailbags. Haben einen Haufen davon. Und immer wenn sie ein Video machen, dann holen sie sich welche. Ich mache das so, wenn der Mailback kommt. Ich brauche das Zeug ja. Ich bestelle das ja nicht nur aus Jux und Dollerei, lasse es dann stehen. Und wenn der Mailback kommt, mach den auf und dann reihe ich die aneinander. Dann gibt es jede Woche eins. Und ich dachte ja im Winter vielleicht, wenn ich genug Stoff habe, auch zwei. Das ist immer so, dass ich so 3 Monate Vorlauf habe oder sowas. Weil ich bestelle auch nicht immer was. Den 12. haben wir heute. Selbe falsche Taste gedrückt. Also die Tasten sind irgendwie nicht so der Hit, aber wie oft muss man da drauf drücken? So. 24,5 Grad, das kommt gut hin. Mein anderes Teil hier zeigt an 24 Grad. Hier sind es 24,7 Grad. Also ein bisschen wärmer hier. Und wir haben schön die Luftfeuchtigkeit. Das Ding kann man schön aufstellen. Es hat sehr schöne große Lettern. Das kann man auch von weitem lesen. Ich finde die gut, die Dinger. Und für 2 Dollar ist das doch top, oder? Ob der hat gequillt. Lass ich gleich drin. Stelle ich mir irgendwo hin. Kann man im Gebrauchen. Der letzte hat seinen Platz gefunden neben meinem 3D-Filament, damit ich weiß, wie da mit Luftfeuchtigkeit ist. Heute ist ein bisschen schwül draußen, ja. Und aber ich glaube, im Werkzimmer, da wo mein 3D-Drucker steht, da bin ich ja sonst nicht drin. Da stehen auch die ganzen Umzugskartons drin, die leeren. Und die ziehen dann natürlich Feuchtigkeit, darum hat es da meistens nur irgendwie 30, 40 Grad. Ist wieder schlecht für die Lunge, gut für die Dings sind. Und dann, weil es nur 2 Dollar kostet, habe ich mir gedacht, bestellst du dieses super geile pinke Teil. Grüße an Big Clive, gehen raus, ja. Big Clive, if you hear me, you have a great channel. Keep up the good work. Die hat nämlich auch manchmal in seinem Pound Shop, das ist so ein Schotte, ja, ein Schotte. Schotte ist das. Und die haben da irgendwie so einen Pound Shop. Poundland heißt das, glaube ich, bei ihm. Und haben so einen 1-Euro-Shop, da holt er sich immer so Zeug. Und scheinbar die rosa Sachen will keiner kaufen. Und hier ist es so, alles was mit Frauen zu tun hat, sind rosa Zeug oder die bleiben immer über rosa Zeug. So, und ich will mir natürlich meine hübschen Fingernägel hier manikieren. Nein. Ich habe letztes Mal, habe ich das, ist das Video schon raus, habe ich berichtet, dass leider mein Milchaufschäumer, früher hatte ich immer diese ganz normalen Milchaufschäumer gekauft. Von Ali. Oder war das sogar noch Deal Extreme? Früher konnte man ja bei Deal Extreme noch was kaufen. Das geht ja heute nicht mehr. Ja, geht wohl schon noch, aber taucht nicht mehr von den Preisen. Kann auch Ali gewesen sein. Für 2 Dollar, nee, 2,40 € oder 2, ja, ich sag mal zwischen 2 und 3 Euro, inklusive Versand. Oder zwischen 2 und 3,50 kamen die Dinger. Und da hast du vorne, ja, der Motor war so schlecht, dass das schnell kaputt gegangen ist. Aber ich habe hier nicht das Gefühl, dass der Motor irgendwie besser wäre. Ah ja. Es ist mit Akku. Da ist ein Akku drin. Schon allein deswegen ist nicht schlecht. Und es ist Micro-USB. Und das ist das Manual. Und ist es dafür gedacht, sich schnell zu drehen, diese Aufsätze drauf zu tun. Das eine ist wohl, da kannst du dann die Fingernägel mit schleifen. Das andere ist hier so, also auch eine Keramik. Noch eine Keramik und das ist so ein Vlies. Da kannst du mit polieren. Das ist sogar komplett in Englisch.
Clean-up. Sich die Dinger hier. Okay, mach mal kurz mal das Schwarze unter den Fingernägeln weg. Meine Mama hat gesagt, das ist eklig. Das soll man nicht. Das gehört sich nicht. Und die hat auch immer gesagt, ihr fresst mir mal. Nee, das war nicht das mit dem, ihr fresst mir noch die Haare vom Kopf. Das war, ihr gönnt mir nicht mal das Schwarze unter den Fingernägeln, war so eines von ihren Sprüchen. So. Ah, jetzt sieht es nicht ganz so schlimm aus. Ja, und jetzt mit diesem Aufsatz da, mit diesem Spitzen, mit dem hier, das ist hier. Oh, Leute, das kann man nicht mehr. Das ist hier diamantbesetzter Hartmetall. Hier dieses, manchmal hat man doch hier. Aber jetzt kommen hier die Handfetischisten zur Geltung. Manchmal hat man doch. Also ich nicht. Aber die haben hier diese Nagelhaut, die hier drüber ist am Nagel. Bei mir ist die hier so drüber gewachsen. Ich glaube, gehört auch so. Die ist wohl bei manchen ein bisschen lose. Und die mit diesem Hartmetall-Diamant-Dings da ab. Ich halte das nicht für keine gute Idee. Das tut ja schon so weh, wenn man da so drüber. Dann soll man polieren. Was ist das hier? Ach, das ist ein LED-Light drin. Ja, hier, guckt. Ah, guck mal, es gibt zwei Stufen. Und Rückwärtsgang? Ich weiß nicht. Shape and File. Ah, da kann man sich dann. Okay. Dafür ist es gedacht. Mag ja sein. Ist aufgepoppt wahrscheinlich, weil ich den UV-Harz bestellt habe, den ich als Kleber benutze. Aber die machen sie ja dann auf die Fingernägel so ein bisschen diesen UV-Harz. Das bleibt ja flüssig, bis UV-Strahlung drauf kommt. Und dann machen so kleine Diamanten oder Swarovski-Steine vorne drauf. Also Diamanten wahrscheinlich nicht. Und dann kommt nochmal UV drauf und dann wird das Harz hart. Das Harz wird hart. Und dann hat man da so kleine Teile, die nerven. Alles soll halt irgendwie hübsch aussehen. Das gehen die Geschmäcker auseinander. Manche finden auch irgendwie Piercings hübsch. Oder Riesentattoos mit Totenköpfen. Ja, und so unglücklich sieht das dann aus. Naja, manchmal finden das hübsch. Ist okay. Ich will aber einen Michaufschäumer draus machen. Jetzt nehme ich mir mal so einen alten Michaufschäumer. Und ich schätze mal, den kriege ich da nicht rein. Das ist hier nämlich nur, um diese dicken Dinger drauf zu stecken. Aber zur Not. Oh, das wird schwierig. Hä? Wie passen die denn da rein? Ach, da muss man noch tiefer stecken. Okay. Da will ich es mal nicht ausweiten. Ich hole mal irgendwie so einen Milchaufschäumer-Quirl und gucken, ob der da reinpasst und wie schnell der sich dreht. Die Quirle habe ich nämlich nicht weggeschmissen, aber die sind alle dünner hier, ne? Vorne. Aber im Grunde ist es einfach nur so ein gebogenes Blech und hier nochmal so ein feineres Zeug drumrum. Ja, dann habe ich die da irgendwie. Nee, zählt nicht. Aber ich könnte da ja noch mal so eine Hülse drumrum. Und das hier ist zu dick, ne? Es ist dasselbe. Muss man irgendwie gucken, dass man das dicker kriegt. Ich weiß jetzt nicht wie. Irgendeine Hülse drumrum und dann festlöten. Ja, dafür dachte ich das, aber dieser Einsatz ist halt nur für diese dicken Dinger hier geeignet. Naja. Au, heiß! Wird heiß. Er hat schon ein bisschen Widerstand, also von da wird es dann schon taugen. Und dann kannst du hier dein Kaffee machen. Ob so schnell genug, oder?
Ne, viel Widerstand hat es dann in der Milch auch nicht. Ja. War mal so eine Idee zum Ausprobieren. Guck mal, sogar zwei Richtungen. Ansonsten kann man das ja immer noch benutzen, um sich gleich. Gleich ist mein Fingernagel weg. Machen wir sich die Nägel zu machen. Wofür es eigentlich gut ist. Habe ich denn hier eine Kante drin? Nee. Nee, wenn man sagt, hier so ein bisschen wegmachen. Mal schneller. Dinge sind auch nicht ausgewuchtet, ne? Ja, da schleicht schon was ab, aber ich weiß nicht, ob man sich das antun muss. Ich werde versuchen, die ein bisschen dicker zu machen. Vielleicht finde ich irgendeine Hülse, die da passen würde. Die ich dann da rein. Und die Hülse muss natürlich dann so lang sein, dass die drin stecken bleibt. Obwohl wäre auch nicht schlimm. Dass du eine Hülse hast, wo das dann in der Mitte. Das muss dann natürlich auch greifen. Und dann hätte man hier so einen kleinen Milchaufschäumer. Aufladbar. Wieder aufladbar. Da ist wahrscheinlich ein kleiner Akku drin. Ja, muss man mal gucken, ob das was taucht. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber hier, für $2. Mal gekauft und ich dachte, das wäre hier irgendwie. Man könnte die direkt reinstecken. Aber da gibt es dann halt irgendwie doch ein kleines Problemchen. Die Salon Nails. Features and Benefits. Salon. Quality tools for all your mani-pedi needs. A drill machine. See the amazing difference before and after. Das ist einfach nur poliert. 5 professional grade nail care heads. Die sind auch wieder aus dem Computer gelassen und nicht echt. Naja. So ist das. Also, gucken, ob das damit was wird. Muss ich versuchen, die da irgendwie reinzukriegen. Und das gibt es ja auch noch dazu. Ja, dann habe ich jetzt insgesamt 4 Stück von denen. Damit habe ich dann auch erstmal genug. Ich habe festgestellt, jede Generation wird ein bisschen besser. Am Anfang hatten die irgendwie immer nur. Ja, da haben sie auch noch 1 Euro inklusive Versand gekostet. Da hatten die auch nur irgendwie so maximal ein paar Ampere. Und dann ging es rauf irgendwie zu 2 Ampere, dann 2,5. Und jetzt sind wir schon bei 3 Ampere oder 3,1, 3,2 Ampere. Da kann man richtig was mit anfangen. Ne? Das heißt, wenn ich hier 6 Stück drin habe, kann ich die 500 mA, für die eigentlich USB 2.0, 1.0 ausgelegt ist, kann ich wirklich alle 5, alle 6, 6 mal 500 sind 3 Ampere. Ja, und das war auch nochmal gut, das Teil. Schön groß, gut abzulesen. Und die Uhrzeit hatten wir auch noch. Alles klar, das war's für den Mailback und wir sehen uns dann im nächsten. Ciao.